Freunde, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommer dabei. Gut doch. Und wir gucken uns heute an Maru Midrange gegen Patchwork Stompy. Wow. Das war voll das Metagame. Theoretisch ja. Patchwork Stompy ist eine Abwandlung von 8cast. Die sieht man immer häufiger. Mm. Genau deshalb freue ich mich auch so ein bisschen, das on-stream zu haben. Denn es ist eine Variante von 8cast, die aktuell in einer Bowmaster-Meta bestehen kann. Wahrscheinlich wegen Patchwork Automaton und dem, wie heißt das nochmal, die Fähigkeit, von wegen... Ward, ja. Genau. Genau, das ist ziemlich gut. Auf der anderen Seite haben wir Maru Midrange, eins meiner aktuellen absoluten Favorite-Decks, weil es super, super witzig ist, dieses Deck zu spielen. Es ist eine, Malik noch 2 ist natürlich B, Malik noch 5 ist natürlich bitter. Aber es ist ein sehr, sehr starkes Deck. Es hat super viele Interaktionen miteinander. Es hat so ein bisschen Grief Reanimate Package drin. Es hat Stoneforge-Pläne mit drin. Bowmaster? Bowmaster natürlich mit drin. In Rot auch sowas wie den Hund oder die, wie heißt der gute, Daretti, der Rot-Schwarze. Ah, ja. Also richtig geilen Stuff. Da haben wir einen Grief, which thoughts is. Schöne Opener. Ist aber halt ein bisschen, also. Doppelforce. Da muss die Emery gehen. Da muss die Emery gehen, ja. Ansonsten wird die Hand zu stark. Es ist halt die Frage, ob man dann halt den, wenn man das Reanimate hat, den nicht einfach castet, um das Force rauszukriegen. Wenn man Reanimate hat, würde ich jetzt das Force nehmen. Stimmt. Weil dann hat der Gegner die Chance, es entweder zu forcen und dabei kriegt man dann 2 Karten oder eben nicht und man hat einen Force und einen Emery bekommen. Ja, okay, auf der anderen Seite, wenn du jetzt die Emery nimmst, auch mal gucken, was passiert. Weil jetzt Reanimate, ja. Nee, doch. Doch, 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 doch. Ja, okay, im Endeffekt hat man jetzt dasselbe bekommen. Genau, man hat den Punkt, dass man 1 gegen 3 spielt. Der Automaton ist natürlich eine starke Hausnummer. Oh, das ist jetzt natürlich halt Not gegen Elend. Ne? Wasteland. Oh, oh. Geil. Ja, okay, da muss nur ein Ancient Tomb oder so kommen und dann. Oh, die Saga. Man sieht einen Mountain. Ja, gut, es ist halt immer noch ein Land. Wenn man noch ein zweites Land findet, kann man halt den Automaton spielen. Und wenn man eine Ursachsage oder sowas findet, dann wird es halt richtig sexy. Ja, jetzt ist halt die Frage. Geht auf 2. Hat man eine Ancient Tomb oder was gefunden und Land? Oh, man hat einen Land. Für Automaton. Der ist natürlich jetzt richtig strong. Der gleich Equip und dann Feuer frei, ne? Sumpf. Oh. Länder sind auf jeden Fall da. Sagt der Cast oder ETB von einem Land? Von einem Artefakt? Der sagt tatsächlich Cast. Anders als der. Stimmt. Ja. Das Turtle, der. Sonst hätte er sich selber gesehen. Genau. Anders als der, jetzt fällt der Name nicht ein. Kappa. Kappa Kanonier. Der sieht sich ja selber. Jupp. Null Mana-Artefakt. Das ist gut. Er hat noch Chalice of 1. Was auch gut ist. Chalice of 1 ist auch ziemlich, ziemlich gut. Und dann hat man 5 Artefakte für Draw 2. Aber wenn da jetzt natürlich der Ding kommt, wir werden nice. So, dann, weiß nicht, ob man hier crackt. Man crackt für eine Handkarte, das ist, Ein Sword. Ne, das ist die Torch. Ach, Torch, ja. Die. Das ist die Initiative Torch, die du haben möchtest, auch gegen dieses Deck. Aber nicht bei dem Board. Aber nicht bei dem Board. Ach, ist bitter. Das ist jetzt natürlich, Nur Länder ist wirklich mies. Ist jetzt die Frage. Der Automaton wird halt immer fetter. Naja, jetzt läuft er auch weg. Da ist eine Emery auf der Hand, da ist ein Thoughtcast-Monitor auf der Hand. Hier ist der Gegner weggelaufen. Das ist rum. Das ist wirklich... Ach, und der Automaton wird dann nicht stärker durch die Länder. Genau, der wird nicht stärker durch die Länder. Was wichtig ist. So. Da kommt dann der Thought-Monitor. Ja. Dann hat man noch eine Null-Mana-Artefakt gezogen. Genau. Ui. Dann haut man halt richtig hart für einmal für 5. Ich schiebe das Karten noch an. Wie viele Marken hat der Automaton? 5. 4.
5? Ich weiß es nicht. Mir wurden leider nicht die Würfel benutzt, die wir sonst immer auf unserem Stream benutzen. Aber genau hier sieht man, warum ich die Leute immer bitte, tatsächlich die Casino-Dice zu benutzen. Ja, weil die kann man gar nicht sehen. Hier, die kann man nicht lesen. Also es ist, glaube ich, eine 4 oder eine 5, ich bin mir nicht sicher. 3 Emrys in der Hand. Strong. Mhm. Ja, okay, das war halt mal auf... Ui, da der Kappa. Das war halt mal auf 4, auf 5 und dann... Wirklich ein guter Start, aber danach kamen halt nur noch Länder tatsächlich. Ja. Es war ein sehr, sehr, sehr guter Start. Man hätte ja auch wirklich noch 4 machen können. Aber jetzt mit einem 5-5 Automaton ist es wirklich schwierig. Ja, dann... Und jetzt ist man... Geht mal ins nächste Spiel. Kaputt geprügelt, ja. Genau, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an den Supporter. Patreon ist großartig und mein einen YouTube-Member, der sich darüber freut, dass er ein YouTube-Member ist. Und ja, vielen Dank an euch. Ihr macht sowas tatsächlich sehr gut möglich. Sideboarding. Sideboarding ist, glaube ich, bei dem Malu-Deck gar nicht so einfach, wie man denkt. Weil man spielt ja auch Staff of Dominance, man spielt Ausrüstung. Ich weiß gar nicht, ob da sowas wie Nilrod oder sowas drin sein kann. Könnte ein Meltdown drin sein. Meltdown hätte ich jetzt gesagt. Oder hier so Cast into Fire. Oh ja, Cast into Fire, auch nicht schlecht. Und bei dem Patchwork bin ich mir nicht mal sicher, ob da überhaupt was gebordet werden muss, ehrlich gesagt. Du brauchst keine weiteren... Könntest halt Removal reinnehmen und Counter rausnehmen. Das stimmt. Aber du willst die Counter halt gegen sowas haben wie Ding und spielt wie Cast of Fire oder Meltdown. Aber du hast halt auch... Madu Midrange spielt halt keine Vial. Hm. Wodurch die Counter halt immer live sind. Stimmt, ja. So, dann ist halt die Frage, was macht... Wie ist denn jetzt die Opener? Oh, Chalice auf 1. Nee, Patchwork Automaton. Da ist ein Mox auf der Hand, das ist gut. Mox geht auf 2. 2 ist schon mal eine gute... Der hat Ward 2 oder 3, ne? Ward 2, ja. Was ihn schon sehr, sehr teuer macht, tatsächlich. Hm. Also den für 3 Mana mit dem Sword zu removen... Ja, das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet vor allem ganz, ganz viel Energie, da Mana reinzustecken. Da war ein Meltdown drin, da habe ich gerade gesehen. Beim Madu. Ja, und ich habe einen Prismatic Ending gesehen. Die werden wahrscheinlich auch Sideboard sein. Ja. Ist auch keine schlechte Karte dafür. Frage ist halt, wie lange kann man hier unter dem Automaton warten, bevor man den Sworden muss? Edict-Effekte gehen ja auch. Edict-Effekte gehen, klar. Also, Opfereffekte. Ja, halt. Shiorlitz Edict zum Beispiel. Ja. So, was haben wir jetzt noch? Bowmaster. Der ist halt so sick. Ist auch richtig mies bei der Karte. Weil du musst ja für jeden Trigger 2 Mana bezahlen. Oh, ja, stimmt. Da ist ein Umpusten. Für 2 Mana. Ja, dann stirbt der, man geht auf 15. Da hätte ich, glaube ich, noch gewartet, bis der reingerotzt hätte. Ja, ja. Also schön warten, bis der Gegner da in seinem Zug noch ein paar Artefakte lädt, in der Hoffnung, der wird groß und dann... Genau. Dann kann es natürlich sein, dass der Gegner dann genau einen Forst zieht. Ja, okay. So hätte er nicht die Chance gehabt, Force of Negation zu benutzen. Ja. Also, da ist halt das immer ist Emery, die... Emery triggert, 4 Karten weg. Forst sind tatsächlich noch drin, okay. Mhm. Dann Bubble. The Bubble, the Bubble. Weil mit der Emry und den Automaton ist doch... Oh, das ist auch räudig. Rest in Peace. Ist eine Karte, die man spielen kann. Metallic Rebuke. Die kommt natürlich auch im Sideboard. Oh ja, die sind auch gut. Da sehe ich dann sogar mehr Counter rein. Hier ist natürlich leider genau das umgekehrte Spiel. Gar keine in der Mado mit Rangers. Das Deck ist wirklich gut. Glaubt mir, Leute. Das Deck ist wirklich gut. Der hat echt schöne Spiele gehabt. Nur nicht dieses. Hm. Oh, Ursachsaga. Ja, das wird jetzt problematisch. Mm-hmm. Bei dem Board State 1, 2, 3, 4, 5 Artefakte gleich. Ja, da kommt der Automaton wieder. Ja, so, Automaton! Bam. Jetzt ist natürlich die Frage... Man hat einen Force auf der Hand, da würde ich die Bubble Knopf cracken. Ja. Go, okay. Gut, auf der anderen Seite, wenn die Bubble crackt, ist die Emery halt tot. Wenn man auf den Trigger spielt, man den Baumaster, schießt auf die Emery. Ja, okay, damit muss man
Muss mal eben, ja. Da ist eine Stoneforge. Macht die jetzt noch viel, ist die Frage. Weiß ich nicht. Der Automaton hat keinen Invasion-Move, ne? Nee. Der wird einfach nur fetter und hat Ward. Ja. Interesting. Gut, der Evasion-Move kommt ja durch die Saga. Ja, ja. Spear. Dann hat ja immer noch den Spear drin. Da bin ich auch mal gespannt, ob dieser neue Speer, der Ein-Mana-Speer aus dem Jurassic-Gedöns da. Ixalan, jetzt mal da auch was findet. Der macht ja irgendwie, der kriegt ja irgendwie plus plus für irgendwas. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Gerade Ein-Mana-Karten sind immer spannend geworden durch Ursas Saga. Ja, das sieht man ja in Shadow Spear. Das Ding war mal eine Cent-Karte und jetzt ist die auf einmal ein paar Euro schwer. Ja, aber nicht nur der, auch andere Sachen, die man einfach suchen kann. Ich meine, in Ixalan ist ja auch der Millennium-Kalender drin. Stimmt. Und den kann man damit aussuchen, weil er ein farbloses Mana kostet. Es gibt die Möglichkeit, das DNA-Egg aus dem Dinosaur zu holen. Das kann Karten aus Friedhof exilen und kann dann ab 6 Mana irgendwelche 6-6-Kopien davon scheißen und so weiter. Das ist richtig broken. Da ist richtig viel Stuff drin. Und hier ist jetzt halt wirklich die Frage, wie macht man jetzt weiter? Weil eigentlich geht man jetzt einfach nur noch Full Enrage. Man hat ja nichts mehr zu befürchten. Nee. Also wenn ich es richtig gesehen habe, ist halt Utawara auf der Hand. Das Utawara ist stark genug für Ding. Für eine Ausrüstung. Genau, und dann gib ihm Power. Also ich würde hier einfach voll all in einfach rein smash. Da ist, was ist denn da noch auf der Hand? Sieht aus wie ein Mox. Und Zeug. Ja, das eine ist wie gesagt ein Utawara, müsste es sein. Das eine ist noch ein Mox. Puh, fraglich, was man hier machen soll. So, passt mal. Nicht für Mana-Feuer. Wofür? Ja, für die Ursa Saga. Wäre eine Idee gewesen. Und dann kann man Utawara nicht mehr spielen. Auf der anderen Seite hätte ich wahrscheinlich einfach einen Hit von Dingen euch genommen. Aber so hat man sich wenigstens die Option offen gehalten. Da wird aktiviert, da kommt Kaldra rein. Ja, okay, der 1, 2, 3, 4, 5. Der Token ist 5, 5. Ja. So, jetzt ist die Frage, dann bubbelt man den Gegner. Schaut halt, dass man noch die Karten anzieht. Ja, okay, die 5 Schaden kannst du nehmen. Du haust gleich mit dem Automaton so dermaßen oder mit einem von den. Ja, ja, also ich glaube auch nicht, dass hier die Kaldra angreifen kann. Meiner Meinung nach kann die hier nicht angreifen. Nee. Da kann es sein, dass du nächste Runde tot umfällst. Ja. Ziemlich sicher sogar. Deswegen, also das glaube ich, ist nicht drin. Hier wird gewartet, geschaut. Aber man nimmt ja gleich auch noch einen dicken Dude mit. Hier ist kommen gleich noch 2, 3 Artefakte aus der Saga raus. Jetzt der erste. Dann heißt, das sind wir jetzt bei 4 Artefakten. Emry ist eine Legendary. Oh mein Gott. Die macht eins weniger. Yes. Stimmt. Oh ja. Ja gut, das ist dann Das um. Jetzt kommt dort 5. Artefakt aufs Spielfeld. Ja. So, dann zieht man eine Karte für die Bubble. Ja. Zieht eine Karte für den Zug. Dann geht man die Upkeep in die Main. Und baut noch so einen schönen Kaiser Batari Token. Und man hat nur einen. Oh no. What? So, dann Shadow Spear. Dann Shadow Spear. Die Might. Exhalt im Händenartefakt. Ja, stimmt. Damit wird mal Kaldra los. Aber finde ich jetzt ein bisschen. Also Kaldra wird eh nicht equipped. Ja, aber vielleicht hat man ein Ding auf der Hand. Stimmt. Den Shadow Spear auf der Hand. Das kann natürlich sein, dass der Shadow Spear auf der Hand ist. Zauber gar nicht. Da noch. Nee, ist ja nicht so. Ist einfach nur. Oder gar nicht im Deck. Eben hat man auch nicht gesehen. Das stimmt. Es kann auch sein, dass es gar nicht im Deck ist. Oder ist der gegen Bildhorn? Das kann sein. Nee, das ist ein Automaton. Automaton, Damage. Zap, zap, zap. 12. Das sind genau 12 Damage. Wenn der den auch spielt. Genau. 12 Damage. Das ist 2-0 Patchwork Stompy. Da kann man nichts gegen machen. Von Mado mit Tristar aus. Wow. Krass. Zeigt halt, wie stark dieses Deck aktuell immer noch ist. Ei. Trotz dem Bowmaster Matchup. 2-0 umgeklatscht. Das ist krass. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.